Sie hatten sich so auf ihr Baby gefreut, doch dass es so anstrengend werden würde, das hätte sich Familie Drubig aus Sachsen nicht vorgestellt. Doch Johnny hat ihr Leben von Grund auf verändert. Bei seiner Geburt hatten Ärzte schwere körperliche Behinderungen festgestellt. Und jetzt muss Johnny dringend an seinen Hüften operiert werden. Doch dieser lebensnotwendige Eingriff kann nur von einem Spezialisten durchgeführt werden. Und der lebt ausgerechnet in den USA. Und weil Johnnys Eltern allein die Honorarkosten des Arztes nicht aufbringen können, haben sie sich an die Deutsche Lebenshilfe gewandt. Dass Johnny an Krücken laufen kann, ist für den Dreijährigen schon eine gewaltige Leistung. Denn der kleine Sachse wurde mit einer Fehlstellung der Hüfte und verkürzten Oberschenkelknochen geboren. Fünfmal die Woche muss Johnny zur Therapie. Heute steht Schwimmen auf dem Plan. Doch zuvor muss die Beinschiene angelegt werden, damit beim Laufen seine Hüfte nicht zu sehr belastet wird. Wenn er die Therapie nicht bekommen würde, wäre er sicherlich noch lange nicht so weit wie jetzt. Es werden auch Bänder und Sehnen gedehnt, da er seine Hüfte und Knie nicht richtig strecken kann. Und wenn man das nicht machen würde, würde sich das Krankheitsbild immer mehr verschlimmern. Schwimmen mit Monika Otto liebt Johnny über alles. Die Physiotherapeutin betreut den Jungen, seit er 4 Monate alt ist. Sie kennt das kleine Energiebündel inzwischen ganz genau. Also das Gangbild hat sich gerade im vergangenen Jahr wirklich richtig verbessert. Ja. Also wir sind innerhalb von einem Jahr vom Rolli, also dass er mit dem Rolli gelaufen ist, zum Unterarmstützen gekommen. Und seit November läuft er so inzwischen erste Schritte frei in der Vorwärtsbewegung. In den nächsten 2 Wochen wird Johnny allerdings auf die Schwimmtherapie verzichten müssen. Denn Ende März soll er an den Hüften operiert werden. Und er darf sich bis dahin nicht mehr erkälten, sonst ist die Operation gefährdet. Hier in der orthopädischen Kinderklinik am Chiemsee soll Johnnys Fehlstellung der Hüften korrigiert werden. Das Team unter der Leitung von Dr. Johannes Korell würde dabei erstmals eine neue Operationsmethode anwenden. Doch dazu benötigen sie einen amerikanischen Spezialisten. Er ist der Einzige, der diese Methode weltweit praktiziert. Was man macht, ist, dass man aus dem Hüftgelenk, das bei ihm nicht angelegt ist oder nur teilweise angelegt ist, versucht, einen ganz normal geformten Oberschenkelknochen zu machen. Wenn Sie hier hinschauen, dann erkennt man hier ein Stück Oberschenkelknochen. Man erkennt hier ein Falschgelenk. Da ist der Knochen wie bei einer Art Bruch in seiner Kontinuität durchbrochen. Und hier unten bildet sich dann so ein kleiner, vollständig fehlgeformter Oberschenkelknochen. Auch das Kniegelenk und Unterschenkel kommen da. Was wir machen jetzt, ist, dass wir versuchen, eine normale Oberschenkelknochenform mit einem normalen Hüftgelenk aufzubauen. Für Johnny würde das bedeuten, dass er laufen könnte, wie ein ganz normales Kind. Die Krankenkasse übernimmt zwar die Kosten für die Operation und Reha, aber nicht das Honorar für den Spezialisten von 30.000 Euro. Für die Familie, die von dem Fernfahrergehalt des Vaters lebt, schlichtweg eine horrende Summe. Deshalb wandte sich Sandra Drubig an die Deutsche Lebensbrücke e.V., die sich nun bemüht, Spenden zu sammeln. Wenn man es jetzt wirklich nicht schafft, dann kann der Junge nicht operiert werden. Und es wäre sehr schade, weil in Aussicht gestellt wurde, dass durch die OP ein großer Fortschritt erreicht wird. Er wird in seiner Mobilität sehr weiterkommen und könnte danach laufen wie jedes andere Kind auch. Und das wollen wir eigentlich nicht versäumen. Wenn Johnny nicht operiert werden kann, würde das bedeuten, dass er in ein paar Jahren nicht einmal mehr sitzen kann, da seine Hüftknochen unterschiedlich wachsen. Johnny wäre dann für immer ans Bett gefesselt. Na, das wollen wir doch alle nicht. Deshalb, wenn auch Sie, liebe Zuschauer, Johnny helfen wollen, dann können Sie das gerne tun. Spenden Sie bitte an die Deutsche Lebensbrücke e.V. bei der Dresdner Bank. Die Kontonummer ist die 300 100 300 und die Bankleitzahl ist die 700 800 00 unter dem Stichwort Johnny. Dann kann der kleine Mann auch operiert werden und vielleicht bald laufen wie andere kleine Kinder in seinem Alter auch.